herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir spielen City of Gangsters. Ja, ich habe dieses Spiel vom Entwickler zur Verfügung gestellt bekommen. Danke an dieser Stelle dafür. Und das Ganze ist deswegen als Werbung gekennzeichnet. Angezockt, ich werde das Tutorial spielen. Und ein komplettes Spiel werde ich wohl jetzt erstmal noch nicht von machen. Und wenn ich das richtig sehe, ist das Spiel wohl auf Steam verfügbar. Schon für alle. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich habe den Key gekriegt, habe mir die Beschreibung durchgelesen und habe es installiert. Ich gehe aber davon aus, ist auf Steam verfügbar. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch noch nicht. Okay, wir fangen einfach mal mit dem Tutorial an. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich weiß noch gar nichts. Wir werden deswegen auch erstmal das Tutorial, um überhaupt zu sehen, worum es eigentlich geht. John Smith, 22 Jahre alt, amerikanisch. Endlich erreichst du die große Stadt Chicago. Ich vermute mal, dass wir das sind. Es ist das Jahr 1920, der Beginn des Gilde Age. Die Stadt ist wohlhabend, aber gespalten. Die National Prohibition Act, der National Prohibition Act, hat gerade den Verkauf, die Herstellung und den Transport alkoholischer Getränke im ganzen Land verboten. Das Gesetz wird als ein Angriff auf die Stadtbewohner und Einwanderer gesehen, die Abstinenzbewegung nicht unterstützen. Natürlich nimmt niemand in der Stadt dieses Gesetz ernst. Überall tauchen illegale Flüsterkneipen und Alkoholbetriebe auf. Und die Polizei lässt sich leicht überreden, wegzuschauen. Du erreichst diesen Schmelztiegel mit ein paar Dollar in der Tasche und einem familiären Anknüpfungspunkt. Du wirst bei deiner Tante Katharina Moretti wohnen. Sie führt ein kleines Geschäft in der Stadt und wird dir alles zeigen. Du willst aber gar nicht das Familiengeschäft übernehmen, du träumst von Größerem. Und hier gibt es haufenweise Möglichkeiten für jeden wie dich, jemanden ohne Angst vor Risiken. Als du aus dem Zug aussteigst und die Wolkenkratzer und endlosen Menschenmassen betrachtest, da weißt du bereits, dies ist der Beginn von etwas Großem. Wow. Lektion 1. Sieh dich um. Katharina Moretti kommt auf dich zu, als du aus dem Zug steigst. John, mein lieber Neffe, es ist so gut, dich zu sehen. Wie gefällt dir die Gegend hier? Sicher, sieht nicht nach viel aus, aber es gehört uns. Ich führe dich herum. Zuerst musst du lernen, dich umzusehen. Drücke die Tasten WASD, um dich umzuschauen. Du wirst auch mit der linken Maustaste. Du kannst auch mit der linken Maustaste klicken und ziehen. Also, wir können mit der Maustaste was tun. Und wir können mit WASD was machen. Genau. Fortfahren. Um raus oder rein zu zoomen, verwendest du Tasten F und R oder benutzt das Mausrad. Ja, dann nehmen wir das Mausrad, ne? Ist ja einfacher. So. Um die Karte zu drehen, nutze die Tasten Q und E. Ja, das ist halt die normale Steuerung, ne? Schwupp und schwupp. Ja, sehr schön. Oder klicke und ziehe mit dem... Ah ja, das geht also auch. Okay, da kann ich auch die Neigung ändern. Cool. Ich gucke mir immer sowas gerne weiter von oben an. So, fortfahren. Mit der rechten Maustaste und unter Escape-Taste kannst du außerdem Dialoge und Pop-up-Fenster schließen. Mit Ausnahme dieses Dialogfensters. Okay.
mit der rechten Maustaste. Da ist jetzt nichts, okay. Gut. Lektion 2. Wer bist du? Dieser blaue Marker stellt dich auf der Karte dar. Er folgt auch deinem Auto, wenn du herumfährst. Klicke darauf, um ihn auszuwählen. Siehst du die helle orangefarbene Säule über deinem Marker? Ja, da oben drüber ist was, ne? Genau. Dies zeigt dir, dass du gerade ausgewählt bist, um verschiedene Aktionen auszuführen. Das sieht man, glaube ich, auch, wenn man weiter weg ist, dass da irgendwas ist. Gut. Du kannst alle Informationen über die ausgewählte Person auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche sehen. Schauen wir uns alles der Reihe nach an. Da. $300 und 10 Cent. Oder? Ne, $300 und ein Baseballschläger. Okay. Weil ich habe das Komma 1 gesehen. Ne, $300 und ein Baseballschläger. Zuerst siehst du das Foto der Person, das auch auf dem Marker zu sehen ist. So kann man leicht erkennen, wer wer ist. Okay? Danach folgt das Fahrzeug, das die Person fährt, sofern sie einem zugewiesen wird. Direkt daneben stehen deine Aktionspunkte, die festlegen, wie viel du innerhalb einer Runde tun kannst. Ah, das Ganze ist also rundenbasiert. 4 Aktionspunkte und 10 Bewegungspunkte. Und deine Bewegungspunkte, die festlegen, wie weit du pro Runde fahren kannst. Du verbrauchst diese Punkte, während du herumfährst und Dinge erledigst. Okay. Wenn diese Person einem Fahrzeug zugewiesen ist, siehst du das Inventar direkt darunter. Ja, das, was ich eben schon gesehen hatte hier. Diese $300 und einen Baseballschläger. Direkt unter dem Porträt der Person siehst du ihre Eigenschaften und die bisherige Erfahrung. Wenn du mit der Maus über eines dieser Elemente fährst, siehst du weitere Details. Na los, probier es aus. Charaktereigenschaften organisiert. Erhält schnelle Erfahrung bei der Leitung eines Betriebs. Still, das ist der nächste da, verringert die Erhöhung der Gefahrenstufe für illegales Handeln. Tüchtig, soll etwas schnell erledigt werden. Erfahrung noch keine. Okay. So. Um schließlich eine Person auszuwählen, gibt es 3 Möglichkeiten. Du kannst auf den Marker der Person klicken, über dem Fahrzeug, oder auf die Crewkarte oben rechts im Bildschirm. Okay. Ist das hier die Crewkarte, ja? Oder auf die Crewkarte oben rechts im Bildschirm. Oder die Taste 1 drücken, um das erste Crewmitglied auszuwählen. Ah ja, gut. Ist hier bisher nur eins. Einmaliges Drücken einer Zifferntaste wählt das Crewmitglied aus, während ein schneller Doppelklick auch die Kamera dorthin schwenken lässt. Probier es aus. Drücke die Taste 1 oder nutze eine andere der Methoden. 1, jo. Gut. Autos, Geld und mehr. Sehen wir uns mal dein Geld und die Fahrzeuge an. Hier oben siehst du dein Geld. Dies ist die Gesamtsumme, die in all deinen Gebäuden und Fahrzeugen gelagert ist. Also im Auto hatten wir 300 und insgesamt haben wir 850. Okay. Bewege die Maus darüber, um zu sehen, wie viel an welchem Ort liegt. Hatte ich gerade eben gemacht. Ja, da.
Und auch, wie viel du in den letzten Runden erhalten oder verloren hast. Okay. Was ja wahrscheinlich für das Spiel wichtig sein wird. Als nächstes kommen deine Fahrzeuge, PKWs und LKWs. Daneben steht jeweils die... Das ist da. Okay. Daneben steht jeweils die Anzahl der Fahrzeuge in deinem Besitz und die maximal mögliche Anzahl, die du besitzen kannst. Du brauchst Parkplätze oder Werkstätten, um die maximale Anzahl zu erhöhen. Ja, das hatte ich nämlich gerade gelesen. Limit der Personenfahrzeuge 1 oder weniger. PKW-Kapazität hängt von der Crewgröße und der vorhandenen Parkfläche ab. Also wir haben nur Parkfläche für 1 und haben eine Crew nur 1 und von daher ja, können wir auch nur 1. Okay. Zur linken. Ach, links davon, okay. Zur linken siehst du deine Ecken und die Crewgröße. Ecken unter deiner Kontrolle eine und Crewgröße 1 oder weniger. Crew-Obergrenze hängt von der Größe deines Territoriums ab. Basiswert 0. Ich habe noch kein Territorium. Okay. Du wirst mehrere Leute anstellen können, sobald du dein Territorium ein wenig ausgeweitet hast. Fahre mit der Maus darüber, um mehr zu erfahren. Ah, das scheint unser Restaurant zu sein. Oder das von der Tante oder wie das war, ne? Die Schaltflächen ganz links zeigen verschiedene Overlays und Informationsdialoge an. Dazu kommen wir später. Also das da. Kommen wir später zu. Gut. Lektion 3 oder 6. Oben rechts siehst du das aktuelle Datum. Heute ist der Juni 1, ja, 1. Juni natürlich, 1920. Dies ist ein rundenbasiertes Spiel und jede Runde dauert 7 Tage. Okay, also nicht einen Tag, sondern 7 Tage. Wenn du keine Aktionspunkte oder Bewegungspunkte mehr hast, drücke die Schaltfläche in der nächsten Runde, um in die nächste Runde zu gelangen. Probiere es aus und dann machen wir weiter. Ich habe aber noch Punkte. Das richtig in Erinnerung habe. Hier, 4 Aktionspunkte und 10 Bewegungspunkte. Gut, jetzt haben wir einen 8. Wie du siehst, ist das Datum auf den 8. Juni vorgerückt. In jeder Runde werden auch all deine Aktionspunkte und Bewegungspunkte wieder aufgefüllt. Das heißt, die werden auf diese 10 aufgefüllt und man kann also keine mitnehmen oder behalten oder so. So. Der Unterschlupf. Dieses Gebäude ist ein Unterschlupf. Sehen wir uns darin mal um. Klicke auf den Marker, um den Infodialog des Gebäudes zu öffnen. So. Von außen sieht dies wie ein normales Geschäft aus, das von mir, deiner Tante Katharine, betrieben wird. Aber im Inneren gibt es viel Lagerraum und Platz, um einen neuen Betrieb zu errichten. So, was steht denn da Schönes? Kontrolliertes Gebäude. Dieses Gebäude steht unter deiner Kontrolle. Katharina Moretti ist der Eigentümer auf allen offiziellen Dokumenten, doch tatsächlich gehört dieser Ort dir. Okay. Meine Tante ist also der sogenannte Strohmann oder so ähnlich, oder wie man das nennt. Die Filiale dieses Gebäudes trägt den Titel Third American Delicatessen. Dies ist das unter diesem Adresse offiziell registrierte Geschäft, das Caterine Moretti für dich leitet. Es ist nicht wirklich profitabel, doch es dient nur der Tarnung. Es gibt noch Platz im Hinterzimmer, um deinen eigenen illegalen Betrieb einzurichten. Dieses Gewerbegebäude verfügt über etwas Lagerraum. Nutze dies nach eigenem Ermessen. Klicke zum Inspizieren auf die Tabs auf der rechten Seite. Ja, erstmal müssen wir jetzt hier fortfahren, denke ich mal. Sehen wir uns alles der Reihe nach an. Klicke zuerst auf den Geschäftsreiter. Geschäftsreiter. Ach da!
Das ist der blaue Reiter in der Seite des Dialogfelds. In blau sind sie alle. Kleines Lagerhaus. Kleines Gewerbelager. Leer. Untersuche diesen Ort. Ich denke mal, wir sollen da kleines Lagerhaus hinklicken. Ne? Dies ist das legale Geschäft, das ich leite. Es ist eine gute Tarnung für jede Art von Betrieb, die du hier aufbauen willst. Kleiner Lagerraum. 12 kleine Fässer Malzextrakt. Alle 28 Tage, also 4 Runden, gibt es die. Dieses kleine Lagerhaus ist mit seinen unzähligen Regalen voller Kisten und Fässern ein regelrechtes Labyrinth. Ja, schön. Nun klicke auf den Lagerreiter. Da. Dieser Bereich zeigt dir, was im Keller gelagert wird. Hier gibt es eine Menge Alkohol aus der Zeit vor der Prohibition. Den werden wir gleich gut gebrauchen können. Heimbräutöpfchen, Baseballschläger. Achso, das ist das, was im Auto ist und das ist das, was im Lager ist. Nun klicke auf den Hinterzimmerreiter. Dieser Bereich zeigt an, was sich im hinteren Teil des Gebäudes befindet. Im Augenblick gibt es hier nichts. Doch du könntest einen neuen Betrieb errichten. Nun klicke auf den Eckenreiter. Dieser Dialog zeigt Informationen über die Ecke, an der wir uns befinden. Eine Ecke ist die Grundeinheit eines Territoriums. Jedes Gebäude gehört zu einer Ecke und Ecken können zum Territorium einer Person gehören. Das wird also von irgendwem. Dies sind die Geschäfte an dieser Ecke. Wenn du dich an einer Ecke befindest, kannst du alle Geschäfte dort besuchen. Das ist das Geschäft dann wahrscheinlich. Naja, genau. Ah ja. Hier siehst du deine Respektstufe in dieser Ecke. Und den Respekt anderer Leute, die hier bekannt sind. Da du eine sehr hohe Respektstufe besitzt, da ich den Leuten von dir erzählt habe, ist diese Ecke zum Teil nun Teil deines Territoriums. Ich denke mal, das, was blau markiert ist, das ist das eigene Territorium im Augenblick, oder? Keine Ahnung. Dies hier ist die Gefahrenstufe an dieser Ecke. Fahre mit der Maus darüber für weitere Details. Illegale Aktivitäten erhöhen die Gefahrenstufe und dies wiederum erregt die Aufmerksamkeit der Polizei. Nicht gut. Dies ist ein ruhiger Teil der Stadt, in dem noch niemand einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Bis jetzt. Okay. Polizeirevier. Und wo wir gerade dabei sind, hier sind die Informationen über das Polizeirevier, in dem wir uns aktuell befinden. Fahre mit der Maus darüber für weitere Details. Im Augenblick ist alles ruhig und das ist gut fürs Geschäft. Jo. Okay, schließe dieses Fenster und wir gehen zurück zu deinem Unterschlupf. So. Klicke nun auf den Reiter mit meinem Porträt. Das bin ich, deine liebe Tante Katharina. Ich habe deinen Eltern gesagt, dass ich dich aufnehme und dir hier in der Stadt helfe. Okay. Schließe nun diesen Dialog.
Okay. Jetzt habe ich so viel geredet. Lass uns einen Spaziergang machen. Und das hört sich gut an. Einen Besuch abstatten. Siehst du dieses Geschäft hier? Es befindet sich an derselben Ecke wie wir. Statten wir ihnen einen Besuch ab. Klick auf den Marker, um den Geschäftsinhaber zu besuchen. Sehr schön, aber das machen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss!